Willkommen zu einer neuen Folge Ravens TV, präsentiert von Dembach Media Works und Take TV. Heute bin ich hier anstelle von Milena, die sonst eigentlich immer Ravens TV gemacht hat. Das liegt daran, dass die Milena ein Jobangebot bekommen hat, das sie nicht ablehnen konnte und damit nicht mehr zur Verfügung steht. Aber wir haben nicht minder charmanten Ersatz für sie gefunden und das ganz schnell, denn die Clarissa Kanz wird jetzt übernehmen für die Milena. Und ja, du bist jetzt das neue Gesicht hier bei den Ravens. Willkommen. Dankeschön, Sven. Ich muss dich direkt korrigieren. Ich heiße Kautz mit Nachnamen. Kautz, sorry. Mein Fehler. Siehst du, da geht's schon los. Namen waren noch nie meine Stärke und das werden sie auch in diesem Leben nicht mehr werden. Mea culpa. Ja, Clarissa, hast du denn bisher schon irgendwelchen Kontakt mit Football gehabt? Ich bin ganz ehrlich, ich befasse mich seit circa einer Woche erst mit dem Thema. Aber ich bin jetzt schon total inspiriert und überzeugt davon, dass der Sport eigentlich total interessant ist. Und ich kann tatsächlich sagen, ich habe jetzt mit ihr auch schon ein paar Mal gesprochen und man merkt wirklich, sie befasst sich sehr intensiv damit und sie wird mit Sicherheit Fachkenntnis immer, immer weiter aufbauen. Woher kommst du denn und was machst du beruflich? Ich bin in der Nachtresidenz in Düsseldorf tätig, mache da gerade noch meine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau, bin jetzt aber tatsächlich im November schon fertig. Fühle mich in der Eventbranche auch total wohl, aber es war irgendwie immer schon so ein kleiner Traum, auch mal vor der Kamera zu stehen und irgendwie zu moderieren. Und ja, der Christoph Wittfeld hat mir das tatsächlich jetzt hier ermöglicht. Ja, und da kann ich dann direkt auch mal einen weiteren unserer Gäste heute vorstellen, nämlich den Dino, den ich jetzt an dem Punkt mal reinholen möchte, denn es war dir, Dino, ganz, ganz wichtig, dass wir nach Milenas Abgang auch wieder ein weibliches Gesicht bekommen. Warum? Ja, erstmal hallo zusammen. Warum? Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Football ist vermeintlich eine Männerdomäne, immer gewesen und auch heute wird sie noch so angesehen und wir wollen da irgendwo ja, dieses Gerücht ein wenig brechen und wollen ja, zeigen, dass Football doch für Frauen und für jeden anderen auch zugänglich ist. Und ja, ich finde auch einfach, ein weibliches Gesicht vor der Kamera ist immer noch ein Stück weit charmanter, wenn man uns hier so sieht. Ja, wir geben uns beste Mühe. Aber ich glaube, die Clarissa zwischen uns, die macht es dann deutlich besser. Und ja, für mich war es ganz wichtig. Und ich habe mich tierisch gefreut, als wir die Clarissa das erste Mal kennengelernt haben. Die Chemie hat schnell gestimmt. Wir sind eine große Familie bei den Ravens. Und damit konnte sie sich identifizieren. Und da waren wir uns eigentlich, also mein Kollege, der Christoph, der heute nicht hier sein kann, weil er krank ist, gute Besserung an der Stelle. Ja, und meine Wenigkeit schnell einig, dass die Clarissa genau die Richtige ist für den Job. Und ja, an der Stelle nochmal ein großes herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf die Zukunft. Dankeschön. Ja, ab heute werden also die Clarissa und ich das Ganze hier gemeinsam machen. Mit dabei natürlich auch immer unser Netman, der Alex. Und wir haben heute, wer jetzt die Ravens kennt, und das dürften sicherlich viele der Zuschauer für die dürfte das gelten, haben sicherlich schon erkannt, zwischen Clarissa und Dino steht der Sam und der ist Vorstand und Spieler, Wide Receiver bei den Ravens. Herzlich willkommen dir. Und zu meiner Rechten steht dann noch der Bolle, unser Offense Coordinator. Auch dir herzlich willkommen. Hallo. Ja, Clarissa, du hast direkt mal Themen mitgebracht, über die du sprechen willst. Bitte genau, danke. Ich darf direkt einsteigen und zwar würde ich dir direkt eine Frage stellen, Dino. Ihr bietet ja so an den einigen Schulen jetzt mittlerweile schon Football-AGs an. Darf ich dich direkt mal fragen, an welchen Schulen ihr schon so seid und wie viele ihr da mit ins Boot geholt habt? Ja, also wir sind mit aktuell 5 Schulen in Kooperation. Da gibt es eine Gymnasien in Krefeld, die mit uns kooperieren. Die größte Zusammenarbeit, die wir aktuell umsetzen, das ist mit der KTG, also Kotowski Gesamtschule hier in Krefeld. Passt ja von den Farben her auch.
Genau. Da bieten wir inzwischen einmal die Woche eine Football-AG an, die 2 Stunden geht. Das ist dienstags nachmittags von 14 bis 16 Uhr und freitags nachmittags von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr bieten unsere Cheerleader eine 2-stündige AG an und die werden wir auch auf lange Sicht umsetzen weiterhin. Wir bieten außerdem für die Schüler der Kategorie diesen Sommer auch ein Summercamp an, wo die Kinder die Möglichkeit haben, nochmal Cheerleading und American Football kennenzulernen in unserem Nest, wie wir es mal so gerne nennen, im Casa Wilhelm Park. Auch hier betreuen wir die Projekttage bei der KTG. Also die Zusammenarbeit ist da schon sehr, sehr umfangreich. Und wir sind im Begriff, eben auch diese Zusammenarbeit in anderen Schulen weiter auszubauen. Und das macht uns riesen Spaß. Wird das denn von den Schülern auch angenommen? Ich meine, gerade auch von den Mädels, dass sie sagen, okay, auf Cheerleading habe ich Bock oder vielleicht sogar auf Football? Ja, absolut. Also ich glaube, die Scheu ist dann auch so ein wenig in Richtung Football von den Mädels. Cheerleading, das nehmen sie an. Also wir sind auch schon in Kindertagesstätten unterwegs. Die Jüngsten, die sind da 2 Jahre alt, die beim Cheerleading mitmachen. Also das zeigt, dass es gut ankommt. Beim American Football war es so, also wir waren gestern erst da, ich war da persönlich dabei. Wir hatten über 20 Jugendliche da, zwischen 14 und 16 Jahre, die American Football kennenlernen wollten. Wir haben tatsächlich aus den Schulen auch die ersten Jugendlichen, die ersten Kinder, die bei uns im Verein integriert sind, auch gut integriert sind und das Ganze kommt wirklich gut an. Also sagst du, dass American Football demnächst Fußball ablöst? Das wäre ein Wunsch. Also wenn das möglich wäre, ja, super. Nein, also ablösen, ich glaube, das ist eine Illusion. Das wird nicht funktionieren. Aber wir wollen einfach American Football salonfähig machen. Wir wollen American Football irgendwo in die Schulen reinbringen. Wir wollen, dass American Football angenommen wird in Deutschland. Und wir sind im Vormarsch. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das ist momentan die Trendsportart Nummer 1 in Deutschland. Wir sind hier in Deutschland das absolute Headquarter, was American Football betrifft, in Europa. Und genau da wollen wir Fuß fassen. Wir wollen es in die Schulen bringen, wir wollen Lehrern die Möglichkeit geben, American Football zu lernen, das Ganze im Sportunterricht umzusetzen. Unsere Vision ist es eben, am Ende des Tages tatsächlich in Krefeld und bestenfalls über die Grenzen hinaus American Football endgültig in die Schulen zu bringen. Also quasi wollt ihr das auf jeden Fall fähig machen, dass das jeder machen kann, wo du gerade auch gesagt hast, dass das jeder annehmen soll. Gibt es denn irgendwelche Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Muss man unbedingt schnell sein? Muss man, weiß ich nicht, besonders viel im Kopf haben? Gibt es da bestimmte Sachen, die man auf jeden Fall drauf haben muss, um den Sport zu spielen? Das Schöne an American Football ist, dass es tatsächlich für jeden zugänglich ist. Und das macht, glaube ich, die Sportart an sich auch so besonders. Denn hier heißt es nicht, der Dicke geht ins Tor. Ja, jeder kennt von uns den Satz. Leider ist es so. Ja, unser Netben lacht gerade. Irgendwo hat jeder mal in seiner Jugend das kennengelernt. Irgendwo im Park, beim Fußballspielen. Ich sage schon Footballspielen. Es ist tatsächlich so, dass wirklich American Football für jeden zugänglich ist. Ja, und da spielt die Figur keine Rolle, da spielt die Religion keine Rolle, die Nationalität keine Rolle. Wir kommen da ja gleich auch nochmal einen ganz charmanten Punkt. Es ist tatsächlich so, dass American Football für jeden zugänglich ist, egal ob weiblich, ob männlich, ob dick, dünn, groß, klein, egal welche Religion, Nationalität, wie gerade schon erwähnt. American Football ist wirklich für jeden offen. Genau, und wie du gerade schon darauf hingewiesen hast, quasi auch für diesen Einsatz, den ihr an den Schulen zeigt, habt ihr jetzt eine Auszeichnung bekommen. Und zwar dürft ihr euch jetzt Stützpunktverein für Integration durch Sport nennen. Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr die Nachricht bekommen habt? Die macht natürlich stolz und unterstreicht einmal mehr die gute Zusammenarbeit mit der Stadt. Ja, wir werden wahrgenommen und sind immer im engen Austausch mit der Stadt. Wir kooperieren da in allen Bereichen und das war natürlich eine Riesensache, wo vor allem halt unser Vorstandskollege Christoph sich hintergeklemmt hat. Das war ihm persönlich sehr, sehr wichtig, denn gerade so eine Auszeichnung zeigt natürlich einfach die Vielfältigkeit von Football. Ne? Das ist wieder derselbe Punkt. Wir waren unwahrscheinlich stolz, keine Frage und genau dafür stehen wir. Also was genau qualifiziert uns als Verein denn überhaupt für diese Auszeichnung? In allererster Linie natürlich die Zusammenarbeit mit den Schulen. Und dann ist natürlich, wie schon erwähnt, American Football dafür prädestiniert einfach. Ne? Wir haben eine riesen Vielfältigkeit bei uns im Verein. Ja, verschiedenste Nationalitäten, verschiedenste Religionen. Ja, man sieht es ja an meinem Vorstandskollegen, der Sam, ne, der auch eine türkische Wurzeln hat. Ne, wir sind da wirklich sehr, sehr vielfältig. Ich bin selber halber Italiener. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Nationen wir im Verein haben. Also wir haben, glaube ich, zuletzt mal in einer kleinen Gruppe gerechnet, wie viele es sind. Und so recht wusste das keiner. Aber es sind weit über 50 verschiedene Nationen. Also das ist schon Wahnsinn und zeigt einfach, wie vielfältig wir sind.
Ja, alles klar. Ja, danke Dino schon mal. Für alle, die irgendwie noch mehr Infos darüber haben wollen, die können sich gerne bei hey@krefeldravens.de melden und kriegen da alles weitere, was sie noch wissen möchten. Dann würde ich direkt an Sven weitergeben. Ja, vielen Dank. Ja, ich wollte eigentlich kurz nochmal den Sam dazu vielleicht auch noch ins Boot holen, weil der Dino, wir wissen ja alle, der redet sehr gerne und hat das jetzt alles so an sich gerissen. Kann es gut, muss man sagen, oder? Kann es gut, obwohl ja eigentlich gesagt wurde, dass du da auch dich ein bisschen zu äußern kannst und sollst zu diesem Thema. Wie nimmst du das denn wahr mit dieser Stützpunktgeschichte und Integration und so weiter? Ja, also ich bin jetzt nicht da, um irgendeine Quote zu erfüllen, wie mein Kollege das gerade gesagt hat. Naja, wir kennen es schon so länger, deswegen ist das in Ordnung. Also für mich ist das natürlich eine tolle Sache, weil ich habe auch viele in meinem Umfeld, die integriert sind im Leben und wie Dino ja schon sagte, American Football ist prädestiniert dafür und versuche auch die Jungs und auch Mädels auch mit zum Football zu nehmen, um einfach zu zeigen, was für eine geile Sportart American Football ist. Und das ist wirklich ganz egal, welche Nationalität, Religion, Gewicht, das ist völlig egal. Wir finden für jeden einen Platz. Und das ist auch immer so gewesen, wenn jemand Neues kommt, dann haben wir immer einen Platz gehabt für diese Person, weil jeder kann etwas Gutes. Und das kann man gerade in einem Verein wie bei uns wirklich gut ausleben. Wir werden immer etwas finden, was der oder diejenige besonders gut kann. Das finden wir dann auch heraus bei uns. Und deswegen ist Integration auf allen Ebenen halt wichtig, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Feld. Und da ist das natürlich eine tolle Sache, dass wir jetzt auch noch ein Stützpunktverein sind und vom Bund auch gefördert werden. Ja, es war auch eine Herzenssache von Chris. Ihm gebührt auch der Lob dafür. Und ja, wir werden sehen, wie sich das dann in Zukunft dann weiterentwickelt. Ja, und wir haben auch vorhin schon mal gesprochen. Am Anfang war es eben tatsächlich so, dass Sam so mehr oder weniger der einzige türkischstämmige bei den Ravens war und mittlerweile haben wir, ich weiß gar nicht, wir haben eben mal kurz so durchgegangen, irgendwie 5, 6 im Team, die eben auch tatsächlich türkische Wurzeln haben und bei den Ravens dabei sind, zusätzlich zu den vielen Nationalitäten, die der Dino eben auch schon angesprochen hat. Das heißt also auch da, also eben hieß es im Flachs ja, der Quotentürke, das bist du jetzt nicht mehr. Das hast du noch nicht gesagt gerade. Nein, das hat der Dino gesagt. Nee, aber wir haben ja mehrere Nationalitäten bei uns und ich glaube, das auf dem Feld merkt man das gar nicht, das ist völlig egal. Ich weiß jetzt auch auf Anhieb nicht, welche 5, 6 türkischstämmigen was. Also das, man kennt die Jungs beim Namen alle, aber man ordnet sie nicht nach Nationalitäten. Aber ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, dass wir viele verschiedene Nationalitäten bei uns vertreten und haben. Genau das ist ja, wie eigentlich die ganze Welt sein sollte und nicht nur der Football. Genau. Ganz kurz, weil ich es eben natürlich bei der Vorstellung nicht erwähnt habe, dem Alex, unserem Netman, könnt ihr natürlich auch Fragen stellen über unsere Facebook-Seite und er wird dann diese Fragen hier vortragen und an die entsprechenden Gäste weiterleiten. Dementsprechend feuerfrei. Je mehr Futter ihr ihm gibt, desto weniger nutzlos fühlt er sich. So, kommen wir ein bisschen zum sportlichen Bereich. Denn es geht jetzt ja richtig auf die Saison zu und die Ravens sind voll im Training. Und es gab jetzt auch den ersten Test, das erste Scrimmage. Und da ist natürlich der Bolle als Offense-Coordinator. Der Flo als Defense-Coordinator hatte leider keine Zeit heute, aber du wirst jetzt tatsächlich natürlich unser Experte für das Sportliche sein. Ich würde sagen, wir geben ihm mal ein Mikro rüber. Ja, das erste Scrimmage war also jetzt gegen Bochum und zunächst mal die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das erste Mal gehört habe, was unterscheidet jetzt genau ein Scrimmage von einem Testspiel? Ja, oh, hallo erstmal. Ich bin der Quotendeutsche. der Unterschied ist, ein Testspiel ist sozusagen wirklich das ein Spiel, wie wir es auch in der Liga haben. Ein Ligaspiel, wo Schiedsrichter mit dabei sind, wo Down and Distance gespielt wird, wo man sich sozusagen auf die Saison vorbereitet. Ne? Also mit allem, was dazugehört, wie gebe ich das Play rein, wie werden die Leute ausgewechselt und, und. Bei einem Scrimmage, das findet noch vor einem Game statt oder vor einem Testspiel statt, weil man dort nur sozusagen kurze Auszüge aus einem Spiel nimmt. Ich zum Beispiel als Coach kann dann auch noch mit auf dem Platz stehen, 5 Meter hinter meinem Quarterback und ihm sozusagen nach dem Play direkt sagen, hör mal, der war scheiße. Nein,
Ein richtiger Coach sagt natürlich, wo der Fehler war, aber man kann so ein bisschen drauf eingehen. Man kann auch ich als Coach mir das Huddle anhören und mal schauen, was wird geredet? Wie weit sind sie schon? Ja, sind sie noch unsicher oder wissen sie schon, was passiert? Und da kann ich dann halt eben sehr, sehr viele Informationen rausnehmen, die ich in einem normalen Testspiel einfach nicht habe, ne, weil ich halt eben nicht mit auf dem Platz stehe. Es wird aber auch noch ein Testspiel geben. Du hast mir eben schon gesagt, du hast gerade gar nicht präsent. Dino, wann ist das Testspiel und gegen wen? Ja, tatsächlich ist es am 1. April-Wochenende, wenn ich das Datum jetzt aus dem Kopf wüsste. Es ist tatsächlich auf jeden Fall das 1. April-Wochenende. Wir kommen da quasi gerade aus dem Camp, haben ja Ende März unser jährliches dreitägiges Trainingscamp im Sauerland, was von Freitags bis Sonntags geht. Das heißt wirklich 24 Stunden American Football. Und wenn wir quasi aus dem Camp kommen, dann geht es gegen den Regionalligist Gelsenkirchen Devils. Heißt, zwei Ligen über uns, dritte deutsche Liga. Und das ist damit auch dann der letzte Test in der Preseason 2020, um da einfach dann zu schauen, ob wir wirklich mit dem Team soweit sind, in die Saison zu starten. Was man vielleicht noch in den letzten Wochen dann, das geht dann auch Schlag auf Schlag, bis zur Saison vielleicht noch irgendwo ausarbeiten muss, verbessern muss. Also das ist so die letzte Standortbestimmung im Grunde. Jetzt habe ich tatsächlich nach diesem Scrimmage den Justin Kleckers getroffen, der anfangs des Scrimmages auch noch dabei war. Und er sagt, das war schon mächtig gut, was da abgelaufen ist von Ravens Seite. Was sind so deine Eindrücke? Ich meine, vielleicht in erster Linie natürlich die Offense, aber vielleicht auch ein bisschen aus der Defense, die ja auch einen ganz guten Job gemacht hat. Ne? Ja, ich glaube, ich kann auch für den Flo sprechen. Also wir waren beide sehr, sehr zufrieden. Man muss ja auch immer schauen, wo steht man denn jetzt? Ne? Ich sage mal, erstmal danke an Bochum, dass ihr überhaupt zugesagt habt, ne, weil die haben uns, der eigentliche Scrimmage-Gegner hatte abgesagt und dann waren wir auf der Suche nach einem weiteren Gegner und Bochum hat gesagt, ey, klar, wir sind da, wir sind sofort da, waren da, richtig nette Jungs, also von da Seite her nochmal danke an euch. Ich habe die Frage vergessen. Eindrücke, genau. Es war wirklich schon, den Eindruck, den wir an dem Spieltag selber hatten, war sehr gut. Wir haben alle gesagt, da sind wir aber schon wirklich jetzt weit. Ich musste das dann aber abends dann wieder revidieren, als wir dann wirklich die Aufnahmen gesehen haben. Also wir hatten wirklich aus mehreren Kamerawinkeln das Scrimmage gehabt und da sah man dann doch, dass nicht alles Gold ist, was da glänzt, sondern dass da wirklich noch viele kleine Schrauben sind, die man drehen muss, bis wir wirklich perfekt werden. Das heißt, teilweise hat dann ein bisschen individuelle Klasse überspielt, dass vielleicht noch das eine oder andere an Feintuning teammäßig zu machen ist. Ja, genau. Also wir haben in dem so mit der Offense haben wir uns wirklich sehr gut bewegt, ob es im Lauf war oder im Pass war. Aber wenn man dann wirklich tiefer reingegangen ist, dann hat man gesehen, da ist doch wirklich fast bei jedem Play noch ein oder zwei Leute, die in die falsche Richtung blocken oder nicht wissen, was sie tun müssen. Ja? Und das ist halt eben, weil das Playbook oder das Handbook wirklich sehr komplex ist. Ja. Ich erinnere mich da an unser gemeinsames Kommentieren des letzten Spiels. Der Sam blockt nie, hat er geschimpft. Ja, das habe ich ihm. Ich habe mich noch danach bei ihm bedankt. Ja. Das habe ich ihm auch. Er ist immer hart mit mir, muss man sagen. Ja, ich sag mal so, ich sage immer zu den Leuten, solange der Coach mit euch noch spricht, ist alles gut. Ist alles gut. Ja? Wenn der Coach nicht mehr mit euch spricht, dann müsst ihr euch Gedanken machen. Ja? Dann hat er euch aufgegeben. Ist vielleicht auch eine Art, mit Mobbing umzugehen. Wenigstens reden die Leute noch. Sven, ich würde da noch mal was ergänzen zu sagen. Ganz wichtig vor allem beim ersten Scrimmage war mal zu sehen, wie die Jungs gemeinsam auf dem Feld agieren. Man darf nicht vergessen, dass wir uns in dieser Preseason in einer ganz neuen Situation befinden, die wir so als Ravens auch noch nicht kannten. Das heißt, wir haben einen großen Umschwung im Team gehabt. Wir haben viele, viele gute, interessante Spieler dazu bekommen. Und so war es für uns alle auch mal Premiere, tatsächlich mal das Team zu sehen, was jetzt einige Wochen schon oder einige Monate inzwischen zusammen trainiert, wie funktionieren die auf dem Feld. Und das ist für uns nochmal zusätzlich zu den Spielzügen, zu den ganzen Dingen, als gesamtes Team einfach zu sehen, wie funktionieren die Jungs. Und da ist es für die Coaches natürlich ganz wichtig, auch mal zu sehen, welcher Spieler bringt das aufs Feld, was er eben im Training zeigt, ne, welcher zeigt sich vielleicht im Spiel besser als im Training. Ne, und neben den,
neben dem Gesamten einfach auch mal die einzelnen Spieler zu sehen. Und auch da haben wir viele, viele neue Erkenntnisse erhalten. Und darauf kann man eben dann, wie gesagt, als Coach auch nochmal eingehen. Ne? Gibt es denn ansonsten auch nähergehende inhaltliche Erkenntnisse? Also beispielsweise Laufspiel funktioniert, Pass noch nicht so gut oder umgekehrt. Also ne, genauso in der Defense vielleicht, wir sind im Moment ganz gut gegen den Lauf, aber noch nicht gegen den Pass oder umgekehrt. Oder irgendwie solche Tendenzgeschichten, wo du sagst, da haben wir gelernt, da müssen wir an bestimmten Situationen noch arbeiten. Oder ich weiß gar nicht, ob ihr Special Teams im Scrimmage auch getestet habt. Solche Dinge? Nein, also das war wirklich das allererste Scrimmage. Und da kann man auch nicht davon reden, das funktioniert nicht. Wie der Dino gerade schon sagte, da geht's das erste Mal darum, wie agieren die Jungs zusammen, wie spielen sie zusammen, wie weit ist schon die Playbook- oder Handbook-Sicherheit. Da kann man noch nicht davon reden, das funktioniert nicht. Jetzt hat man Videoaufnahmen und jetzt muss man sozusagen weitermachen. Und wie der Dino auch eben schon sagte, das geht jetzt Schlag auf Schlag. Man wird gar nicht glauben, wie schnell die Saison auf einmal auch da ist. Ja. Ne? Wie hat sich denn aus Spielersicht angefühlt, Sam? Ja, ich konnte ja leider nicht mitspielen, verletzungsbedingt, aber das, was ich von außen gesehen habe, sah einfach, muss man sagen, echt gut aus. Die Defense hat gerockt, hat fast keine First Downs zugelassen über das ganze Scrimmage hinweg. Und in der Offense haben die Running Backs da ausgestochen. Mit einem Basic ISO Play hat man dann mal eben 60 Yards gemacht. Ich glaube, der Tim war das. Und auch der Lenny, auch als Neuzugang in dieser Saison, hat wirklich abgerockt. Also die beiden Jungs, die haben den Gegner wirklich also Wahnsinnsleistung abgeliefert, was die beiden auch gemacht haben. Ja. Aber auch unsere Receiver, als top performed, O-Line, also war alles super. Also aus Spielersicht muss man sagen, von außen betrachtet gab es jetzt nicht viel, aber wie Bolle schon sagte, nachher dann in der Analyse, als wir die Drohnenaufnahmen gesehen haben, da hat man gesehen, dass die Laufwege oder die Blockings noch nicht so ganz sitzen, aber wenn ich mal überlege, wir starten mit der Mannschaft im Oktober gegen den Erstligisten aus den Niederlanden. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem Scrimmage am Sonntag, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und wir werden auch noch bis zum Saisonstart sicherlich auch noch die ein oder zwei Justierungen machen. Und dann werden wir sicherlich eine schlagfertige Truppe haben. Jetzt hat mir die Clarissa gerade signalisiert, dass sie eine Frage hat. Lass mich raten, ISO-Play? Dann gib mal eben das Mikro bitte. Also. Ja, wie ich ja schon zugegeben habe, ich bin noch nicht so lange im Football dabei und würde dann an dieser Stelle auch gerne mal den Rookie-Moment einführen, denn Rookie ist jemand, der neu im Football ist. Und genau, wie der Sven gerade schon gesagt hat, ISO-Play. Sam, was ist das? Ja, also normalerweise spiele ich nicht den ISO, aber das machen die Running Backs, aber es wird ein Spieler aus der Defense isoliert, ein bestimmter Spieler, das ist meistens der Outside-Linebacker, und der wird durch den Fullback tief rausgenommen. Darf man das? Na, eher nicht. Aber er wird isoliert. Ja, so sagen wir mal. Ich muss das hier abbrechen, weil ein Wide Receiver gerade ein Runplay erklärt und ich bin der Meinung, dass genau der richtige Ansprechpartner dafür der Bolle ist. Deswegen würde ich jetzt einfach mal hingehen und sagen, wir geben das Wort mal an den Bolle ab. Und nicht umsonst gebe ich das Wort an den Bolle ab. Wenn man über ein Bolle-Play sprechen kann, dann ist es nämlich der ISO. Ja? Okay. Obwohl natürlich der Run-Coach das durchaus auch erklären könnte, aber tatsächlich ist das eigentlich der OC, der tatsächlich die Frage am besten beantwortet. Danke, ich bin gerade schon innerlich zusammengebrochen. Und äußerlich. ISO-Play, einmal ganz kurz erklärt. Man hat halt eben 11 Leute auf dem Platz und man muss halt eben diesen 11 Leuten sagen, was sie zu tun haben. So, da spielt halt eben zu, dass es bestimmte Leute gibt, die halt blocken oder sozusagen bestimmte Wege freiräumen. Die müssen aber auch wissen, wen sie attackieren und wen nicht. Und ganz kurz mal eben halt das Mikro am Mund. Sie müssen wissen, wen sie attackieren und wen nicht. Und der ISO ist, ich ganz kurz erklärt, man isoliert einen Linebacker über dem Loch, über dem man spielt. Loch heißt sozusagen da, wo die Running Backs durchlaufen. Das heißt, die Offense-Liner wissen, den Spieler lasse ich in Ruhe. Der ist für einen Fullback und dann kann ich sozusagen abzählen, welche Leute sozusagen ich blocken muss. Ganz kurz erklärt. Ja. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir
in der weiteren Saison, in den weiteren Ravens-TVs sozusagen auch mal in den Bereich gehen, dass wir mit Bildmaterial bestimmte Plays mal zeigen, wie die funktionieren. Und dann wird das, glaube ich, ein bisschen eindeutiger. Ja. Und man kann auch hinzufügen, ISO ist ein relatives Standard-Play. ISO ist ein Brot- und Butter-Play, genau, wie man das so schön sagt, wo es dann wirklich... Bitte? Wir sagen ja zu Bolle-Play. Das erste Play ist immer ein ISO, oder? Ja. Habe ich jetzt nicht zu laut. Ja. können wir den Mann bitte mal entfernen? Vom Set entfernen? Der wird ja schon bald justiziabel hier, was er erzählt. Ja. Nein, nur das. Nur ISO. An alle, die Ravens spielen nur ISO. Ihr braucht euch auf nichts anderes vorzubereiten. Okay, jetzt haben wir tatsächlich den ISO so einigermaßen erklärt. Kommen wir wieder zurück zu Scrimmage versus Testspiel. Was bringt denn dann ein Testspiel an Erkenntnissen, die du vielleicht im Scrimmage nicht so sammeln kannst? Ja, im Testspiel erfährt man halt eben nicht nur die Plays an sich, sondern das komplette Drumherum. Das heißt auch für den Staff und für alles drumherum, das muss ganz normal aufgebaut werden. Das sind sozusagen die Generalproben dann für die Saison. Wir Coaches lernen, wie wir miteinander kommunizieren, wie geben wir Spielzüge rein, wie werden die Spieler ausgewechselt, wie können wir das am schnellsten und am besten machen. Das wird auch in so einem Testspiel sozusagen getestet. Also wir testen nicht nur die Spieler auf dem Platz, sondern auch alles, was drumherum ist. Die Coaches Crew, wie die miteinander reagiert oder funktioniert, aber auch der Spieltag an sich, dass das alles sozusagen dann, wenn es in die Saison geht, direkt fluppt. Jetzt haben wir eben schon, wie gesagt, ein Play erwähnt, den ISO. Es gibt eben im Football, wissen wir mittlerweile, zumindest Stammzuschauer wissen das, viele vordesignte Plays, die tatsächlich in einem Buch niedergeschrieben werden, im sogenannten Playbook, wo die Plays drinstehen, oder in einer Heftsammlung oder wie auch immer. Und tatsächlich, wie weit seid ihr jetzt schon im Training? Wie tief ist euer Playbook zurzeit, so größenordnungsmäßig? Und wo wollt ihr eigentlich noch hin? Ja, ich unterschätze zwei Bücher. Ich habe einmal sozusagen das Handbook und einmal das Playbook. Bei dem Handbook ist es so, dass so dort sozusagen die Sachen erklärt werden mit einzelnen Bausteinen, die man dann nachher zusammensetzen kann zu einem Play. In dem Playbook selber stehen dann die aufgezeichneten Plays. Also wirklich, dass die Jungs sich das anschauen können, sagen, okay, ich bin jetzt der Receiver, muss ich jetzt gerade tun? Und das dann eben gegen verschiedene Defenses. Das ist so der Unterschied zwischen dem Handbook und dem Playbook. Ja, also da muss man ein bisschen einen Unterschied machen. Und man muss halt eben sagen, dass wir wirklich einen Schritt weiter sind, wie ich schon gedacht habe, nach dem Scrimmage, weil man die Jungs zum ersten Mal gesehen hat und da gesehen hat, okay, alles klar, das ist schon nicht schlecht. Ja. Wie gesagt, dadurch, dass wir mit Bausteinen arbeiten, kann ich dir noch nicht mal sagen, wie weit wir mit dem Playbook sind, sondern wir sind schon weit, was die Bausteine angeht. Ich würde es mal so sagen, ja. Du hast aber jetzt noch nicht, kannst jetzt noch nicht sagen, was weiß ich, wir haben so drei Viertel der Plays, die wir in der Saison haben wollen oder so drin oder zwei Drittel oder die Hälfte oder 90% oder sowas. Nee, aber weil man durch dieses Baukastensystem kannst du ja wenn dir gerade im Spiel ein neuer Spielzug einfällt, der jetzt genau auf diese Defense passt, kannst du ja durch den Baukastensystem einen neuen Play reingeben, den wir vielleicht vorher noch nie trainiert haben. Und die Jungs wissen trotzdem, was sie zu tun haben. Das ist halt eben der Vorteil daran. Gibt es denn getrennte Playbooks für Offense und Defense? Definitiv. Verhält sich das so von der Zahl der Plays, die da drinstehen? Also gibt es mehr Offense als Defense Plays oder mehr Defense als Offense Plays oder... Also ich sag mal, man muss ganz klar sehen, eine Defense und eine Offense sind zwei verschiedene, komplett verschiedene Mannschaften. Also die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Natürlich haben beide eine Art Playbook oder ein System, was gespielt wird. Aber man kann schon sagen, dass gerade bei der Offense definitiv viel, viel mehr Plays da sind. Ja, also wir starten normalerweise, Sam, was haben wir so? Um die 80 bis 100 Plays circa, ja, in die Saison. Ja. Ne? Ja, also mit 80, 100 Plays starten wir und dann ändern wir die ja von Spiel zu Spiel, passen es ja den Gegner auch an. Genau. Und in der Theorie könnten wir wahrscheinlich mehrere hunderttausend Kombinationen von Plays spielen.
Ganz kurz mal zwischendrin. Ich weiß nicht, Alex, hast du schon was für uns? Ja, jetzt habe ich auch was. Einerseits bleiben wir einmal beim Playbook kurz. Eine Frage, die mich persönlich auch interessiert. Wie lange braucht man für die 80 bis 100 Plays, bis die Spieler die verinnerlicht haben? Oder gibt es auch Positionen für faule Lerner, die nicht ganz so viele Bausteine lernen müssen in den Plays? Ja, das Schöne ist, wenn ich sehe, Leute, die das nicht gelernt haben, die spielen nicht. Das ist konsequent. Warum also, guckst du den Sam an? Das. Also ich kenne dein Playbook ja in- und auswendig also, schon seit Jahren. Eigentlich muss man sich nur ein paar Tage damit befassen, das wirklich mal auswendig lernen, dann ist es eigentlich relativ easy, weil wie Bolt schon sagte, es ist ein Baukastensystem. Es ist eigentlich gar nicht zu verstehen, wenn man versteht, was der einzelne Baukasten bedeutet. Und danach ist es nur noch 1 und 1 zusammenzählen. Mehr ist es nicht. Ja, und das ist halt eben so, wir haben ja in den ersten TVs gesagt, pass auf, wir haben einen sehr, sehr großen Kader. Man muss kämpfen, dass man hier sozusagen zu den Ravens gehört. Und dazu gehört natürlich auch eine Handbook-Sicherheit oder Playbook-Sicherheit. Ja. Und wenn die nicht vorhanden ist, dann gehe ich oder sage ich dem Spieler auch immer sehr schnell, mein Freund. Genau, das ist doch sehr, genau. Wer das Handbook oder Playbook nicht kann, der komm mal raus, denk mal über deine Sachen nach, die du jetzt gerade gemacht hast. Und dann versuchen wir es nächste Woche nochmal. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir haben immer noch einen Kollisionssport. Mhm. Und wenn jemand nicht weiß, was er tut auf dem Platz und macht was Falsches und dadurch, was weiß ich, kommt ein Blitz durch und da verletzt sich ein Quarterback, ein Running Back oder wer auch immer, dann muss ich mir nachher, stehe ich dann da und sage, okay, hätte ich ihn jetzt doch vielleicht schon auf dem Platz tun sollen oder noch nicht. Ja, also das ist jetzt auf jeden Fall kein Hallenheimer und da muss man schon wissen, was man tut. Ja. Danke. Eine weitere Frage, eure Scrimmages, kann man sich die auch anschauen als Zuschauer? Ich weiß nicht, an Dino vielleicht? Frage für Dino vielleicht. Ja, das ganz einfach, Testspiele ja, Scrimmages nein. Okay, das reicht schon, weil es sind viele Leute schon heiß auf Ravens Football, von daher ja, berechtigte Frage. Aber erst das habe ich jetzt nachgeguckt, am 5.4. Bei den Gelsenkirchen Devils im Fürstenbergstadion ist dann das erste Testspiel. Ist, glaube ich, ein Sonntag, wenn ich mich nicht irre. Also wenn ihr Zeit habt, sind nur knapp 57 Kilometer, habe ich gerade mal geguckt, vom Kaiser-Wilhelm-Park bis nach Gelsenkirchen. Keine Stunde Autofahrt. Also wenn ihr Bock auf Ravens Football habt, kommt dahin. Das war's dann erstmal von mir. Ja, jetzt würde ich fast schon sagen, du hast gerade wieder was aufgeschnappt, was dich ein bisschen hat zucken lassen. Korrekt, und zwar Blitz. Was ist denn ein Blitz? Blitz ist ganz schnell erklärt, wenn sozusagen ein Defense-Spieler auf einem direkten Weg sozusagen den jemanden attackieren möchte und dann sozusagen dadurch schießt wirklich, also blitzmäßig, dass er sozusagen von dem Blockschema anders aufgenommen werden. Oh, Block, jetzt habe ich schon wieder ein Wort reingeschmissen. Das kann ich mir ungefähr erklären. Okay, alles klar. Also Blitz ist wirklich, da geht ein Defender alarmmäßig auf uns zu. Meistens ist der Linebacker, der dann quasi als Liner quasi reingeht, als zusätzlicher und dann genau. Oder Cornerback. Oder das. Cornerback Blitzes. Schweres Wort gibt es natürlich auch. Ja, aber der Linebacker ist meistens größer und schwerer. Ja. Ja, jetzt geht es natürlich auf die Saison langsam zu. Und da ist natürlich auch sehr entscheidend, wir haben es eben schon so ein bisschen gehört, der Sam hat es angesprochen, wir verkürzen dann das Playbook, wir gucken, das auf den Gegner zuzuschneiden. Und dafür muss man natürlich erstmal wissen, was genau macht denn der Gegner? Das Ding heißt Scouting. Und wie läuft das bei euch eigentlich? Ich meine, in der NFL kann man sagen, wir haben jedes Spiel des Gegners aus, weiß ich nicht, 50 Kameraperspektiven und wir können uns alles en Detail angucken. Ganz so ist das jetzt hier in der 5. Liga im Football in Deutschland nicht. Gut, unsere Gegner haben vielleicht den Vorteil, dass sie tatsächlich Ravens TV gucken können und zumindest also unsere Streams dann gucken können. Vom letzten Jahr. Viele Spiele, klar. Sukzessive wird es natürlich davon auch von diesem Jahr Material geben. Aber wie bereitet ihr euch auf so einen Gegner vor? Also es ist wirklich ja ganz einfach gesagt, wie du schon sagtest, die gibt es nicht irgendwo, sondern wir müssen uns die besorgen. Und die kann man sich entweder besorgen, dass man wirklich hinfährt.
wir haben dann immer Gruppen, wo verschiedene Spieler sagen, okay, ich kann an dem Tag filmen. Dann wird zu dem Gegner hingefahren, wird gefilmt, damit wir diese Aufnahmen haben und daran dann halt eben schauen können, so eine Tendenz. Ja, man kann nie sagen, ja, die spielen das oder die spielen das, aber man sieht schon mal eine Tendenz, wie bestimmte Mannschaften agieren. Das geht aber nur meistens so weit, also so vor 10, 12 Jahren war das wirklich noch so eine Sache, man hat selber gefilmt und dann hat man gesagt, oh, an die Aufnahmen darf keiner rankommen. Aber zurzeit ist es wirklich so, dass auch wir Teams uns untereinander austauschen. Ja, wenn wir sagen, hey, pass auf, wir haben das und das gefilmt, aber ihr habt das, dann kriegt ihr von uns die Aufnahme, wir kriegen von euch die Aufnahme. Dann sozusagen sich besser auf den Gegner vorzubereiten. Das heißt also, du hast ja eben gesagt, du weißt jetzt gar nicht so genau, wann jetzt exakt unser Testspiel noch ist. Das soll der Dino beantworten. Wann die Testspiele der Gegner sind, weißt du dann vielleicht sogar besser, weil du organisierst, dass die dann gefilmt werden? Oder nee, das organisiert das sogar der Flo, hauptsächlich. Ja. Okay. Ist jetzt eine Schande für mich, aber ich kriege dann einfach nur eine Mail und dann heißt es, im Huddle ist ein neues Video hochgeladen und dann, und dann hat wieder einer gescoutet. Nein, also wir schauen uns natürlich auch an, wo das ist und ich bin jemand, der gerne persönlich hinfährt und mir einfach ein Bild selber macht. Nicht mit der Kamera, das macht man dann abends zu Hause, aber einfach mal dieses Drumherum zu sehen, wie reagiert die Mannschaft oder wie agiert die Mannschaft, auch wie agieren sie mit den Calls, wie schnell. Für mich ist natürlich dann auch eher viel wichtiger eigentlich, was die meisten gar nicht denken. Ich beobachte nicht hauptsächlich das Team, sondern ich beobachte den gegnerischen Defense-Coordinator, um zu erkennen, wie reagiert er, was tut er in welchen Situationen. Sodass welche Sachen macht er beim Call, um dann zu sehen, was kommt hinten raus? Ja, genau. Oder wie füttert er an, um ein anderes Play zu spielen? Ne? Ich sag mal, das ist ja kein Geheimnis, was ich jetzt hier erzähle. Ne? Aber die meisten denken dann immer, man schaut sich nur das Spiel an. Nein, also für mich ist auch wichtig, was macht der gegnerische Coach? Ja? Und wie kann ich ihm schachmäßig dann an dem Spieltag sozusagen mit Spielzügen das Game gewinnen. Jetzt haben wir vorhin gesagt, wir haben 80, 100, wie viel auch immer, Plays in unserem Playbook. Die sind ja jetzt nicht alle am Spieltag, dass sie da abgerufen werden. Man reduziert das Playbook auf verschiedene Spielzüge, wo man sagt, da gehen wir davon aus, dass die gegen diesen Gegner an diesem Tag funktionieren. Mhm. Wie läuft diese Reduzierung? Wie viele Spielzüge sind das? Wie gehst du davor? Also man hat definitiv Standardspielzüge. Standardspielzüge hat man, die man... Ja, ist so. Zum Beispiel, genau. Die man sozusagen aus jeder Situation spielen kann. Und dann ist es halt eben so, dass man durch das Scouting, durch die Videos des Gegners halt schaut, okay, welche Plays würden speziell auf diesen Gegner passen. Und die trainiert man dann halt in den Wochen zuvor, dass dann wirklich im Training unsere Defense die Defense des Gegners darstellt und wir dann schauen, okay, wie können wir dagegen agieren. Ja? Und dann auch umgekehrt eure Offense spielt. So sieht's aus, genau. Ja, und das sieht man dann halt eben, wie gut man darauf vorbereitet ist. Und das sieht man auch schnell, wenn man sich mal Footballspiele anschaut, wer seine Hausaufgaben gemacht hat und wer nicht. Ist so. Jetzt haben wir ja tatsächlich bei den Ravens 17 Coaches. Da möchte ich jetzt vielleicht mal den Dino nochmal ins Boot holen. Es gibt ja nicht nur den OC und den DC. Es gibt ja auch Positionscoaches und so weiter. Inwieweit seid ihr als Positionscoaches dann eigentlich bei sowas eingebunden? Also bringst du dann für Runplays deine Meinung aus dem Scouting auch ein und sagst, hier, pass auf, Bolle, ich denke, gegen diese Defense würde das und das Play besonders gut funktionieren? Oder wie läuft das? Wie seid ihr da eingebunden? Ja, das ist pauschal gar nicht zu beantworten. Ne? Also natürlich sollte jeder Coach mitwirken. Und umso mehr Erfahrung man hat, umso wertvoller wird natürlich auch die Meinung des einzelnen Coaches. Ich kann jetzt mal für mich sprechen als Running Back Coach. Für mich liegt natürlich irgendwo der Schwerpunkt darauf, wie reagieren die Linebacker. Ja, gibt es da vielleicht auch Keyplayer in der Defense? Ne? Da briefe ich meine Running Backs natürlich. Haben wir da vielleicht einen besonders starken Middle Linebacker? Wie schnell liest der Middle Linebacker? Das sind alles Faktoren, wo wir natürlich darauf achten. Und wenn ich sowas sehe im Scout-Material, dann weiß
weise ich natürlich unseren OC auch darauf hin, beziehungsweise wir kooperieren da. Ja, das ist ein Teamergebnis. Ne? Das macht keiner alleine, sondern es kann auch durchaus mal sein, dass wir als Offender hingehen und unseren Defense-Coaches da irgendwo Tipps geben. Ja, da wir nun mal vielleicht, oder ich behaupte das einfach mal, eine Offense vielleicht ein bisschen besser verstehen. Und auf der anderen Seite ist es genauso, dass unsere Defense-Coaches kommen und sagen, hey, wir waren beim Scouten, ja, der Running Back mit der Nummer sowieso, der hat einen Drang rauszubouncen oder. Also wir achten dann natürlich auch so ein bisschen auf Details und umso mehr Coaches eben dieses Scout-Material dann auch sich anschauen, umso mehr Details kommen dabei raus. Ne? Und diese Details sind natürlich dann für einzelne Positionsgruppen ganz interessant. Jetzt habt ihr also dann dieses Scouting erledigt und seht also so und so ist der Gegner. Und wie geht ihr dann tatsächlich faktisch an euer Playbook ran? Also kann ich mir das dann tatsächlich vorstellen, so nach dem Motto, ich habe einen Aktenordner und dann hefte ich die Seite raus und drücke die den Jungs in die Hand? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Dadurch, dass wir halt eben dieses Baukastensystem haben, haben wir halt eben nicht dann einen kompletten Play, sondern wir gehen dann hin und sagen, okay, ich bereite das meistens vor, dann für das, bevor die ins Training kommen, sage, wir bereiten uns auf die und die Formation vor und wir werden die und die Plays gegen diesen Gegner spielen, damit die sich sozusagen einmal schon papiertechnisch darauf vorbereiten können. Und wenn wir dann ins Training gehen, wird es dann installiert, das heißt wirklich Walkthrough, also sozusagen wirklich ganz normal durchgegangen, wer blockt wen, auf wen müssen wir aufpassen und dann fluppt das mit der Zeit. Ja. Aber im Endeffekt hast du recht. Also man sagt, das sind die Basic Plays und die Plays kommen jetzt dazu, aber nur für dieses Team. Das heißt, wenn dieses Team gespielt wurde, kommen diese Plays wieder raus. Jetzt hat man ja teilweise dann auch die Situation, erste Hälfte läuft nicht so, in der Halftime wird dann adjusted. Kann das dann tatsächlich vorkommen, dass man sagt, pass auf, letztes Spiel war vor 3 Wochen, aber die Plays, die wir da gemacht haben, vielleicht funktionieren die doch besser als das, was wir heute haben. Vergesst alles, was ich euch diese Woche gesagt habe, nehmt das von vor 3 Wochen oder irgendwie sowas? Ja. Aber durch das Baukastensystem, ich glaube, der Sam kann das auch erklären, ich sage mal, man nimmt dann einfach einen Baustein raus und sagt, okay, der funktioniert heute nicht, wir nehmen einen anderen Baustein rein und dann fluppt das schon mal. Ja? Und das ist dann halt eben auch die Arbeit, die man als Coaches dann auch in der Halbzeit macht. Ja? Also das sind dann eben nicht nur Ansprachen und sagen, yo Jungs, ihr seid super, macht weiter so, sondern auch weil der gegnerische Koordinator, der Defense Coordinator, der hat sich ja mich auch angeschaut und weiß ja auch in etwa, wie ich spiele, dass ich immer ein 33 ISO am Anfang spiele, weiß ja jeder. Das ist jetzt nach der Sendung, weiß das jeder. Ja. Danke, Sam. Und er macht ja genau das Gleiche. Er setzt sich ja auch hin und sagt, okay, pass auf, wie kriege ich den Bolle? Ja, wie kann ich den Bolle foppen, dass er halt seine Plays nicht durchbringt? Also das ist immer so ein Battle an dem Tag. Ja. Deswegen mache ich das überhaupt. Ja. Nachdem man sozusagen Football lange gespielt hat und dann zum Coach wird, finde ich halt eben, beim Fußball ist es so, man sitzt dann da und sagt, ja, okay, ich wechsle mal 1 oder 2 Leute aus, aber beim Football ist man als Coach voll mit dabei und battelt sozusagen den gegnerischen Coach. Nicht umsonst, ich bringe da mal ganz kurz was ein, nicht umsonst wird American Football auch Rasenschach genannt. Ne? Also hier ist es tatsächlich so, A, wer bereitet sich besser auf den Gegner vor? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also das Teile des Spiels werden in der Vorbereitung gewonnen. Und der zweite Faktor ist einfach, wer hat auf den Spielzug des Gegners eine Antwort? Ja, und derjenige, der die bessere Antwort hat und vor allem auch die letzte Antwort hat, wird am Ende, mal ganz einfach ausgedrückt, auch derjenige sein, der gewinnt. Ja, also es ist, wie gesagt, eine Sache der Vorbereitung und wir stecken in die Vorbereitung sehr, sehr viel Energie. Ja, also es gibt kein Spiel, das kann ich tatsächlich auch mal für das Scouting-Team von Flo dann löblicherweise sagen, es gibt kein Spiel unserer Gegner, weder in der Vorbereitung noch in der Saison, wo wir nicht scouten. Also tatsächlich keins. Wir sind immer mit einer Kamera da, es wird wirklich penibelst genau auseinandergepflückt. Ja, wir erstellen Diagramme, ja, prozentuale Anteile von Spielzügen und Keyplay. Dann ist es, wie der Bolle schon sagte, oft auch so, dass Coaches selber mitfahren, um sich ein eigenes Bild vom Gegner zu machen. Also wir stecken da sehr, sehr viel Arbeit in die Vorbereitung und das ist ein wesentlicher Punkt. Denn umso besser wir vorbereitet sind, umso besser werden wir am Spieltag auch aussehen. Ja, und tatsächlich ist eben, wie du eben schon gesagt hast, Bolle, beim Football die Einflussmöglichkeit des Trainers eben sehr viel größer als beispielsweise beim Fußball. Was sich auch zum Beispiel darin äußert, dass in den USA meistens die Trainer die Bestbezahlten im Verein oder im Club sind und gar nicht so sehr die Stars, was man sich im Fußball gar nicht vorstellen könnte. Ja, ist so, definitiv. Ach so, ist so. Das geht ja schon so weit, dass man dann, wenn man in die Vorbereitung oder in die Testspiele reingeht,
gar nicht alles zeigt, weil man weiß ja, der Gegner ist da und schaut zu. Also zu viel aus dem Nähkästchen, nein. Macht jeder, oder? Macht jeder, du hast es sowieso schon versaut heute. Also. Genau. Ja, Bolle, ich wollte dich auch nochmal fragen. Du sagtest jetzt gerade, ihr habt beim Fußball nicht so die die Möglichkeit, mal eben so einen Spieler auszuwechseln. Geht das beim Football nicht? Also kann man nicht sagen, man kann eben so auswechseln oder hast du irgendeine bestimmte Möglichkeit, wie du dem Spieler, wenn es dann doch mal scheiße läuft, irgendwie signalisierst, ey, so nicht, mach lieber so? Hast du falsch verstanden. Ich wollte nur sagen, beim Fußball haben die halt nur die Möglichkeit, Spieler auszutauschen und können nicht groß ins Game eingreifen. Wir können, wenn wir wollen, in jedem Play alle 11 auswechseln. Ja, deswegen ist Sam auch nicht so oft auf dem Platz. Möchtest du was der dazu musste sagen, sein. Sam? Das muss ich mir jedes Mal anhören. Nein, also man trotzdem tut er mich aufs Feld. Ja, man kann wirklich jeden austauschen und dann ist es halt eben, du musst es so vorstellen, gerade als Offense-Koordinator am Spieltag selber hat man, man ist da in so einem Tunnel drin. Ne? Dino hat es ja letztes Jahr auch mal einmal ganz kurz mitgekriegt, als er das Spiel Troisdorf als Offense-Koordinator machen musste. Du bist da wirklich in so einem Tunnel drin und kannst dich eigentlich für manche Sachen gar nicht kümmern. Und da ist es dann halt eben super, wenn man ein gutes, eingespieltes Coaching-Team hat, ne, die dann sozusagen diese Aufgaben für mich übernehmen. Ich sag mal, wir sind dieses Jahr auch mit Funk verbunden. Das heißt, man kann viel, viel schneller Informationen bekommen und aber auch geben. Ja, und das wird uns dieses Jahr auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach vorne bringen. Jetzt wollte ich nochmal kurz zum Thema vorher. Sam, wir stellen jetzt in der Halbzeit komplett um. Wir machen neue Plays, die wir jetzt vielleicht so gar nicht in der Woche trainiert haben. Wie schwer ist das dann aus Spielersicht, das wirklich sofort zu verinnerlichen und zu sagen, spielen wir oder ist es einfach, ja, das meiste haben wir so viel vorher trainiert, dass wir das ganz einfach abrufen können? Also im Prinzip ist es überhaupt nicht schwer. Also, es ist überhaupt kein Thema, weil, wie bereits gesagt, wir haben ein Baukastensystem und wenn Bolle Spielzüge anpasst, ist das für uns überhaupt gar kein Unterschied, ob wir die Plays vorher geübt haben oder nicht, weil wir üben das ja die gesamte Vorbereitung. Und in der Game Week selber, ja, da nehmen wir uns speziell dann 20 bis 30 Plays dann vor. Aber nichtsdestotrotz können wir uns in dem Moment sofort auf die Situation anpassen. Und das ist wirklich überhaupt gar kein Thema. Wie Bolle schon sagte, der nimmt dann einen Baustein dann raus, ersetzt den durch einen anderen und im nächsten Play funktioniert das dann. Also man muss nicht das gesamte Play auseinandernehmen, sondern meistens auch nur einen Baustein daraus nehmen, ersetzen und das funktioniert super. Also das haben wir, glaube ich, letztes Jahr in Köln gesehen. Wir lagen 14-0 hinten, das war völlig überraschend, erstmal überhaupt 14-0 zurückzuliegen. Und zur Halbzeit dann haben wir justiert, adjusted, wie du schon auch vorhin gesagt hast, und haben das dann aufgeholt. Ja. Es wurde leider nur ein 14-14, aber trotzdem haben wir das Spiel nicht verloren. Das war ja auch wichtig für uns. Ja, das Spiel war 2 Minuten zu kurz, ne? Ja, ja. War ein schönes Spiel, muss man sagen. Ja, jetzt haben wir die Situation, wir haben unser Playbook, wir haben unsere Mannschaft auf dem Feld. Jetzt wissen wir, in der NFL, die haben dann Funk. Im College, wenn man sich das mal anguckt, dann heben die so riesengroße Karten hoch. Da ist dann Gott sonst was für ein Kram drauf. Und bei euch läuft das telepathisch oder wie kommuniziert ihr dann die Spielzüge rein? Ja, wie du schon sagst, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das Play reingibt. Die allereinfachste Möglichkeit ist, man holt sich den Quarterback einfach runter, sagt ihm das Play und er rennt wieder drauf. Kann ich mit dem Andi nicht machen. nein, also wir haben, man gibt verschiedene Systeme, entweder man sagt bestimmte Nummern an und der Quarterback hat dann halt eben zu dieser Nummer ein bestimmtes Play, was er dann sozusagen vorne eingeben kann und diese Nummern wechselt man dann zur Halbzeit, also jedes Play hat dann halt eben 2 Nummern, damit dann es nicht raus erkennen kann, welches Play da gerade gespielt wird, wenn man eine Nummer reinwirft und wenn ich wirklich sozusagen in einem Spiel einen Baustein ändere, dann mache ich das meistens dann, wenn die Defense auf dem Platz ist, dass ich dann die Offense zusammenhole, man hat ein Whiteboard da, man geht dran und sagt, okay, pass auf, wir machen den Baustein raus, dafür den rein, wenn wir gleich dieses Play spielen. Ja. Okay, vielen Dank. Dann möchte ich jetzt mal an die Clarissa zurückgeben, denn du hast noch ein paar weitere Punkte für uns. Genau, denn wir blicken ja auch der neuen Saison entgegen und haben das erste Spiel am 9.5.
Und ihr fangt quasi da an, wo ihr letzte Saison aufgehört habt, und zwar in eurer neuen Spielstätte am Sprüntalplatz. Habt ihr euch da schon irgendwie eingelebt? Fühlt ihr euch nach dem ersten Spiel da schon zu Hause und denkt jetzt, okay, wir rocken den Platz jetzt? Ja, zuerst mal sind wir der Stadt natürlich ganz sehr dankbar, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, auf diesem schönen Platz dann in unserer zukünftigen Heimat auch zu spielen. Die Bedingungen sind natürlich für uns deutlich besser, angefangen über den großen Parkplatz, der uns da zur Verfügung steht, die ganze Infrastruktur, ne, auch die Verkehrsanbindung, ne, wir sind direkt an der Autobahn, öffentliche Verkehrsmittel halten direkt vom Platz, also die Bedingungen könnten da für uns nicht besser sein aktuell. Der große Hintergrund, warum wir auf diesen Platz gewechselt haben, ist ja in allererster Linie, dass der Kaiser-Wilhelm-Park natürlich durch die Umzäunung, durch den Park, der drumherum liegt, dass wir da sehr eingeschränkt sind. Und mittlerweile sind die Zuschauerzahlen im letzten Spiel, am Sprüntal waren es 1200 Zuschauer. Es ist natürlich so, dass es im Grunde immer schwieriger wird, im Kaiser-Wilhelm-Park dann tatsächlich so einen Spieltag umzusetzen. Und da unsere Spieltage auch immer größer werden, mussten wir uns umorientieren. So, und der erste Gegner sind die Bocholt Rhinos. Habt ihr Angst vor denen oder sagt ihr so, wir rocken das, wir ziehen das durch und wir gehen genau in die Saison rein, wie wir die letzte verlassen haben? Clarissa, erstmal, Angst haben wir vor niemandem. Ja? ganz wichtig. Nein, wir haben vor jedem Gegner Respekt und den sollte man auch haben, denn wir haben letztes Jahr in Köln gesehen, im Hinspiel haben wir, ich glaube, 53-0 gewonnen und im Rückspiel war es dann 14-14 mit viel Kampf und viel Leidenschaft. Grundsätzlich ist es so, dass wir Bocholt als starken Gegner einschätzen. Generell ist die gesamte Gruppe eine relativ starke Gruppe. Wir freuen uns aber auch im ersten Spiel, und das ist ja ein Heimspiel, also momentan sieht es ja noch aus, dass es tatsächlich unser erstes Saisonspiel sogar ist, gegen Bocholt anzutreten. Und das ist der Mitaufsteiger, denn letztes Jahr haben sie eine Perfect Season gespielt, also tatsächlich alle Spiele gewonnen. Ja, das wird natürlich ein schickes Kräftemessen, da wir beide aufgestiegen sind. Angst haben wir nicht. Und wir wollen da weitermachen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Wir wollen auch diese Saison ungeschlagen bleiben. Das kann ich an der Stelle auch wieder ganz deutlich sagen. Und wir können da auch sagen, es ist live zu sehen bei Ravens TV, richtig? Ja, genau. Also wir werden in der Saison auch wieder unsere Heimspiele alle streamen. Also tatsächlich alle Heimspiele sind momentan tatsächlich mit einem unserer Gegner auch in Kontakt, dass wir eventuell sogar ein Auswärtsspiel noch mit reinnehmen. Und das Ganze natürlich auch wieder in Kooperation mit Dembach Media Works, die diesen ganzen Spieltag auch mit uns umsetzen, gemeinsam mit unserem Mediateam, also mit euch. An der Stelle dürfen wir auch schon verraten, dass tatsächlich der Stream nochmal umfangreicher wird. Einige von euch haben vielleicht die Bilder vom letzten Wochenende gesehen im Camp. Da war unser Mediateam wieder sehr, sehr fleißig und haben tatsächlich da ganz, ganz interessante Sachen für unseren Stream umgesetzt. Und wir sind natürlich sehr, sehr stolz auf unseren Stream, der eben von Dembach Media Works umgesetzt wird. Denn der Stream, wie wir ihn aktuell schon umgesetzt haben im letzten Jahr und dieses Jahr umsetzen würden, der kann sich durchaus mit den Großen in diesem Land messen. Ich habe eine Ergänzung dazu. Wir hatten am Wochenende hatten wir schon die Vorbereitung dazu getroffen bezüglich des Streams. Und da hat der Daniel aus dem Mediateam gesagt, weil ich einfach fasziniert war, mit welcher Leidenschaft er das macht, mit dem ganzen Team, Hendrik, Rudi, Daniel, die dahinter stehen, wirklich, es ist Wahnsinn, mit welcher Leidenschaft die das auch machen. Und er hat etwas sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wir wollen den Stream zu dem besten Stream Deutschlands machen. Und mit dem Anspruch, wenn man mit dem Anspruch arbeitet, dann kann es eigentlich nur gut werden. Und zwar, ob es jetzt am Ende der beste Stream wird, das müssen andere beurteilen. Aber dass man mit so einer Leidenschaft arbeitet im Hintergrund, das muss ich sagen, gebührt von uns höchsten Respekt. Und bald übertragen wir dann einfach die Baltimore Ravens, im Winter haben wir ja Zeit. Ja, man muss an der Stelle auch einfach mal deutlich sagen, wie viele Menschen eigentlich hinter diesen Streams stecken. Also ich finde das ganz wichtig, dass wir jetzt einfach mal ein bisschen drauf eingehen. Ich hoffe, das ist okay. Die Leute, die diesen Stream realisieren, die machen das alle mit genauso großer Leidenschaft, wie wir auf dem Platz im Endeffekt Football spielen. Wenn man sich unseren Stream mal anguckt, und ich glaube, das kann man mit voller Überzeugung auch sagen, dann ist es schon wirklich ansehnlich, was da auf dem Platz gezaubert war. Also wie viele Kabel, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, die Herren stehen ja gerade alle vor der Kamera, sind alle oder hinter der Kamera und
wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Arbeit auch die Leute sich da machen mit Kameras, verschiedene Kameraperspektiven. Ich weiß nicht, an diesem Spieltag sind dann 5 Laptops aufgebaut und ich weiß nicht, wie viele Meter Kabel verlegt sind. Also es ist unglaublich. Ich bin immer wieder selber total beeindruckt davon. Vor allem, wenn man bedenkt, ja, wie der Stream sich auch entwickelt hat. Ja, auch die Geschichten, die dahinter stecken. Ja, ich möchte an der Stelle vielleicht mal, das ist ganz interessant, der Rudi steht jetzt gerade mit der Kamera, ich möchte die einfach mal erwähnen. Wir haben letztes Jahr einen Stream in Troisdorf gehabt und das war eine absolute Hitzeschlacht. Also wir hatten Kunstrasenplatz, ich weiß nicht, gefühlte 50 Grad auf diesem Kunstrasenplatz. Und der Rudi war auf einem ganz kleinen Gerüst, was uns dann freundlicherweise Troisdorf zur Verfügung gestellt hatte, war ja oben auf dieser Plattform, überhaupt nicht wettergeschützt, ja, das heißt, da war nichts, was ihn irgendwie vor der Sonne schützt. Ich muss lachen, ja, und ja, infolgedessen ist es dann passiert, dass er hinter der Kamera zusammengesackt ist, ja, das muss man sich einfach mal vorstellen, wie viel Engagement auch dahinter steckt. Ich meine, jetzt lachen wir darüber, aber der Mann stand da oben und hat diese Stunden um Stunden oben unter der Sonne verbracht und ist wahrscheinlich mit einem Sonnenstich nach Hause gefahren, ja, und das zeigt auch einfach, wie viel Arbeit und wie viel Kraft dahinter steckt und wir sind unglaublich stolz, ich glaube, das hört man schon, wenn ich darüber spreche, unglaublich stolz auf den Stream, wie wir ihn aufgebaut haben und ja, freuen uns vor allem, dass die Leute, die dahinter stecken, einfach ohne unser Zutun, also das heißt, da kommt nicht irgendwie vom Vorstand, ihr müsst aber jetzt den Stream erweitern oder wir wollen das oder das im Stream, sondern das ist ein Produkt von den Leuten, die diesen Stream umsetzen, ja, das ist, sie selber gehen hin und sagen, wir wollen Einspieler haben, wir wollen Zeitlupen haben, wir wollen Reviews haben und, ja, das ist alles ein Produkt von diesen Leuten und ja, dem gebührt einfach auch ein Riesendank mal an der Stelle. Ja, dann gucke ich noch mal kurz zum Alex, ob der noch irgendetwas hat. Keiner redet mit dir. Heute seid ihr faul. Nächstes Mal bitte wieder ein paar mehr Fragen. Wir sind heute auch schon ein bisschen über der Zeit. Ach, ja, so versteht man mich besser. Ihr seid heute ganz schön faul gewesen. Also bitte, beim nächsten Mal stellt einfach wieder ein paar mehr Fragen. Dann habe ich hier auch ein bisschen was zu tun und wie Sven gerade schon gesagt hat, ich fühle mich nicht so unnütz dann hier. Also von mir schon mal ciao, bis zum nächsten Mal und da hoffentlich kann ich wieder ein paar mehr eurer Fragen beantworten lassen. Ja, vielen Dank Alex. Dann bedanke ich mich bei unseren Gästen, bedanke mich bei dir. Hast du noch ein paar Worte? Ja, also dafür, dass es jetzt heute so mein erstes Mal war, hab ich mich hoffentlich ganz gut angestellt. Ich habe schon was dazugelernt. Danke, Jungs. Ich hoffe, beim nächsten Mal stehe ich nicht so unwissend wie heute da. Und ja, ich freue mich schon. Freue mich schon total aufs nächste Mal. Ich mich auch. Das nächste Mal ist dann im kommenden Monat. Wie immer, erster Mittwoch im Monat. Ich habe jetzt leider gerade das Datum. Nee? Erster oder zweiter, okay. Ich weiß jetzt gerade das Datum selber gar nicht auswendig, werdet ihr aber auf Facebook entsprechend kommuniziert bekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche einen schönen Abend und ja, spätestens beim ersten Spiel, würde ich sagen, sehen wir uns dann alle. Ansonsten natürlich beim nächsten Mal Ravens TV. Schönen Abend, ciao.